Der Herbst bei Promi-Geflüster, heute wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Natürlich haben wir wieder viele, viele Stars und prominente Gäste hier bei uns. Und natürlich, ihr wisst ja, wir haben ja eine kleine Serie gestartet, die blutigen Anfänger. Seit 5. Oktober sind sie im ZDF zu sehen, die Krimiserie, immer um 19.25 Uhr. Und ich stelle euch ja die Rookies hier immer mal wieder vor. Zwei haben wir schon, jetzt kommt der dritte im Bund. Und wenn ich es glaube so richtig betrachte, ist er auch mit der Jüngste mit an Bord. Und ich sage einfach mal Hallo nach Berlin, den Martin. Grüße dich. Hallo, hallo, hallo. So, jetzt auf den Nachnamen, da werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Den darfst du dir nämlich mal selber ganz kurz dich nochmal vorstellen. Ja, mein Name ist Martin Peñalosa Cecconi. Ihm ist auch okay, wie gesagt, aber der Dem ist mir doch lieber als Pronomen. Okay, genau. Und wenn ich so richtig nachgelesen habe, gebürtig aus Venezuela. So weit haben wir es noch gar nicht geschafft. Also da bist du jetzt der Erste mit Wurzeln aus dieser Region. Ja, stimmt. Also ich kenne auch bislang in der Filmlandschaft sonst nur einen anderen Venezolaner hier im deutschsprachigen Fernsehen. Okay. Ja, aber du sprichst so gut Deutsch, ich glaube, du bist schon hier mehr hier aufgewachsen, oder? Ja, richtig. Also ich bin 99 in Venezuela geboren und dann über ein paar Umwege mit Italien und anderen Familienbesuchen dann in Deutschland angekommen, wo wir auch erstmal bei Familie waren und hier bin ich dann aufgewachsen in Freiburg. In Freiburg, das ist ja wieder hier aus meiner Region, gar nicht so weit. Ich sitze nämlich in Reutlingen, also Baden-Württemberg. Ah ja. Von daher haben wir wieder fast schon wieder irgendwelche Verbindungen dahin. Okay, Freiburg. Und schauspielerisch hast du jetzt, wenn ich es ganz kurz schon gelesen habe, ein bisschen im Theater schon mal Fuß fassen können und auch in der Fernsehlandschaft. Bloß ja, so allzu viel sind es ja noch nicht, die Projekte. Also da kann man dich, glaube ich, auch schon ein bisschen als blutigen Anfänger noch bezeichnen, oder? Ja, also ich meine, ich bin jetzt gerade in diesem Jahr, bin ich mit meinem Schauspielstudium in Graz fertig geworden, wo ich mein viertes Jahr aber am Volkstheater in Wien gemacht habe. Während dem Studium war ich eben auch am Schauspielhaus Graz und jetzt dann eben direkt im Übergang von Mai, wo ich meine letzten Spieltermine in Wien am Volkstheater hatte, bin ich dann direkt zu den blutigen Anfängern hier nach Berlin gezogen. Und gerade die letzten 2 Wochen war ich jetzt gerade in Rom für einen Dreh, den ich noch nicht verraten darf. Da tut sich ja einiges. Also du kommst ganz schön rum, wie man so schön sagt. Genau. Blutige Anfänger, da wollen wir aber heute ein bisschen mal festhalten dran. Das ist nämlich die Serie, die Krimiserie fürs ZDF, die ja im Oktober an den Start geht. 5. Oktober an den Start ging, muss man sagen. Wenn wir ausstrahlen, da sind schon ein paar Folgen ja gelaufen. Wenn du mal so ein bisschen ganz kurz deine Rolle ja, charakterisieren möchtest, würde ich dich doch gerne darum bitten. Das ist sehr, sehr interessant. Ich bin ja sehr darauf gespannt, wie die Rolle rezipiert wird. Mhm. Weil mein Schauspielmentor hat zum Beispiel auch sowas uns immer wieder gesagt, dass ein Schauspieler ein blinder Maler ist. Und natürlich denke ich mir meine Teile. Aber was dann am Ende das Publikum bzw. die unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich aufnehmen, da bin ich vor allem drauf gespannt. Und wenn zum jetzigen Zeitpunkt sozusagen die schon ausgestrahlt sind, dann weiß das Publikum vielleicht schon mehr über meinen Charakter, als ich jetzt sozusagen in dem, wie er dann rüberkommt. Mhm. Genau. Aber trotzdem kann ich ja mal einen Versuch machen. Also du bist die Rolle, ja. Bruno, muss man sagen. Bruno da Silva und Deutsch. Nein, Bruno da Silva nicht mehr. Inzwischen heißt die Rolle Bruno Perez. Okay, gut.
Das war anfangs Bruno da Silva. Damals war der Charakter auch ausgeschrieben. Ja, damals war der erstmal so ausgeschrieben beim Casting Call, dass ich erstmal dachte, ich melde mich gar nicht zurück auf die Anfrage, weil ich dachte so, nee, also da passe ich nicht drauf. Das sollte jemand anders machen. Eben afrodeutsch-brasilianischer, queerer und so weiter. Also und so weiter ist vielleicht nicht passend. Also es war betitelt mit queerer Partybär, nee, Partylöwe, Kuschelbär, Platzhirsch. Also Genau, es war genau. sehr, die Zoofamilie war da. Und nee, inzwischen Bruno Perez. Und ich kann vielleicht eben bei dem bleibend, dass ja über das Außen da irgendwie ganz interessant ist, was da ankommt. Ich weiß noch gerade die ersten Wochen bei den blutigen Anfängern am Drehen, wenn ich Bruno gespielt habe, haben eben so die KollegInnen immer gesagt so, was will so einer bei der Polizei? Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte für mich für diese Rolle, Okay. weil es für mich genau darum geht, dass eben diese Rolle trotz Widerstände oder vermeintlicher Widerstände, beziehungsweise die sind nicht vermeintlich, die sind da. In der Polizei bin ich überzeugt, zumindest an manchen Orten, so eine Figur eben in der Polizei ist. Klar, das bringt natürlich schon irgendwo Konflikte mit sich, kann man sich vorstellen, genau. Und klar, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie es in der Realität ausschaut, ob es da so viele ja, mit Migrationshintergrund sozusagen bei der Polizei gibt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also gibt's schon. Also da Berlin kenne ich. sieht es vielleicht da schon nochmal ganz anders aus, als wie bei uns dann wiederum auf dem ländlichen Bereich. Ne? Klar, nee, aber. Der Bruno hat natürlich schon auch so seinen Einstand eigentlich gebracht. Er kam gleich mal zu spät. Das war schon mal bei der Führung, kam es, glaube ich, nicht so gut an. Ja. Ja, das ist, ich weiß jetzt nicht, bis zu welcher Folge jetzt sozusagen schon ausgestrahlt sein wird und will da jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber ja, das zu spät kommen ist auf jeden Fall so eine Sache. Und ich glaube, das ist auch, ja, das ist eben so eine allgemeine. Oder ja, wie soll man das sagen? Diese beamtliche Pünktlichkeit, da schrappt Bruno auf jeden Fall immer wieder dran, eigentlich alles, was in diese Richtung geht, Okay. da hat Bruno mit zu kämpfen. Okay. Dann hat er irgendwie, das ist mir jetzt aufgefallen, vielleicht ist das auch noch ein Geheimnis, ich weiß es nicht, als in den ersten zwei Folgen, die ich schon sehen konnte, er hat so komische, oder was heißt komische, aber Handschuhe hat er an, irgendwie, oder so Fingerschützer oder was auch immer. Was hat's denn da damit auf sich? das ist tatsächlich eine witzige Geschichte, weil die hatten wir, glaube ich, erstmal gar nicht anprobiert. Nee, ich glaube wirklich gar nicht. Sondern das war so, dass ich nach den ersten zwei Drehtagen, die waren noch bei den Außendrehs, das heißt, dass die auch so ein bisschen verteilter waren. War ich nach längerem nach Freiburg zu meinen Eltern gefahren und dann bin ich Fahrrad gefahren am Abend, bevor ich mit dem Zug wieder zurückgefahren bin. Und dann gab es einen ganz, ganz blöden Unfall und ich bin gestürzt und man sieht es vielleicht noch ein ganz bisschen, habe mir ein paar Narben Okay, auf den okay. Händen geholt, Oh. eben auch auf dem Gesicht, aber das Gesicht hat zum Glück recht schnell geheilt, die Hände, da ging es bis zur Sehne. Und das war dann so, dass die Kostümabteilung zusammen mit der Maske und so weiter und Regie und so weiter entschieden haben,
die wollen wir nicht sehen, beziehungsweise ist natürlich auch mit dem Anschluss einfach wahnsinnig schwierig und die waren teils noch offen an manchen Stellen. Das heißt, da wäre auch irgendwie die Gefahr gewesen, dass sich das entzündet oder was auch immer. Und deswegen hat Bruno dann für den Rest des Blocks einfach Handschuhe getragen. Okay, dann hat man das auch erklärt. Aber gut, ich sag, wer es nicht weiß, der guckt vielleicht gar nicht so genau hin, weiß es nicht, keine Ahnung. Das passt auch einfach gut zu ihm. Also, das ist einfach eine Person, Ja. die solche Sachen. Also. Sehr gut, sehr gut. Ja, also da sind wir schon gespannt, was da weiter passiert. Aber ich denke mal, auch da wird sich noch im Laufe der Staffel und auch vielleicht darüber hinaus auch mit seinem Vorgesetzten noch einiges tun. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Was da kommt noch was auf uns zu. so das Privatleben angeht. Mehr sagt man mal nicht dazu, ne? Sehr gut. Ja, ihr seid jetzt komplett fertig mit der ersten Staffel. Ich glaube, da habt ihr bis September, also so kurz vor knapp, quasi noch gedreht, oder? Ja, genau, ja. Also das ist für mich auch noch gar nicht so richtig angekommen, ehrlich gesagt, weil am 8. September war mein letzter Drehtag. Das war auch total schön. Also eben ich war total traurig, dass ich nicht bei der Abschlussfeier sein konnte, eben wegen dem Folgeprojekt, wo ich dann eben wirklich, also 8. war der letzte Drehtag bei den Blutigen Anfängern und der 9. war der erste Drehtag beim anderen Projekt. Und eben auch, wie gesagt, in Rom, deswegen konnte ich da jetzt nicht mal rüberspringen, dann hatte ich am letzten Drehtag eben so auf einmal ein Bild, was nicht in der Dispo stand. Und ich war schon so, okay. Also, ich weiß nicht, ich bin so, ich nehme alles so, wie es kommt und bin dann so, okay, klar, lass uns das machen. Und dann war es irgendwie so, ja, wegen Rauchmelder können wir das nicht hier machen in der Mordkommission, sondern wir drehen das jetzt in dem Frauenklo. Na, ich so, okay, passt. War aber schon so. Und dann war ich so in diesem Bad und der Alex, der Regieassistent, war drin und parallel wurde eine andere Szene gedreht. Und dann haben wir da irgendwie gedreht, dass Bruno da so durch den Rauch läuft und am Ende so Kamerafahrt auf ihn drauf und im Hintergrund waren irgendwie so zwei KomparsInnen, die da so geleuchtet haben. Und der Alex, eben der Regieassistent vom Franco, war immer so, ja, nee, das passt noch nicht mit den Taschenlampen, wir müssen das nochmal machen und hat immer irgendwas verändert und ich habe mir echt so gedacht, was ist denn da los? Was ist da los? Und irgendwann dachte ich dann auch so, ja, okay. Die verarschen mich, die machen gleich irgendwas. Und dann kam ich aus der Tür raus und dann stand da das komplette Team. Und das war dann sehr schön, also eine sehr, sehr schöne Verabschiedung in dem Sinne. Aber trotzdem, so richtig im System ist es noch nicht angekommen, nach 4 Monaten jede Woche diese Charaktere sehen, diese anderen SchauspielerInnen treffen und mit ihnen spielen, mit dem gesamten technischen Team. Das ist echt, ja, krasser, krasser Abschnitt. Das glaube ich, das glaube ich, genau. Aber es wird ja eine Fortsetzung geben. Das bin ich mir fast sicher, das muss ja weitergehen. Weil, mein, die Erzählung ist ja eh, ihr seid Studenten, die durchlaufen da jetzt natürlich so ihr Praktikum und irgendwo gibt es dann auch später dann den Abschluss und muss ja erzählt werden, ne? Also da habt ihr schon nochmal ein paar Jährchen miteinander. Das kommt schon. Ja, was wären so mal deine Favoritenrollen, die du gerne spielen würdest, wenn wir jetzt mal so für dich ein bisschen wiederum in die Zukunft blicken? Ja, spannend. Schöne Frage. Also, es gibt ein Projekt, woran ich immer denken muss, wenn mir diese Frage gestellt wird. Und das ist ein Projekt, was auch noch nicht gedreht wurde.
Das heißt, Gracias a la vida. Und das von David Clay Diaz. Und dieser Regisseur und Drehbuchautor, der hat eben ein autobiografisches Werk geschrieben, wobei es jetzt nicht direkt als solches deklariert ist, beziehungsweise auch bestimmte Filter dazwischen liegen. Also er ist, soweit ich das im Kopf habe, in Paraguay geboren und dann nach Wien gekommen. Und die Hauptfigur Adrian in diesem Werk, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich darüber erzählen darf, fällt mir gerade ein. Noch habe ich ja nichts gesagt, aber es ist immer auf jeden alles Fall eine geheim. Figur, die... Ich sage immer alles, Bitte? ich sagte immer alles geheim irgendwo, gell? Da ist immer wieder hier Ja, es alles ist mit halt so. Vorsicht, Also ne? wenn Genau. das dann halt irgendwann im Kino erscheint, dann will man ja Überraschungen erleben. Also Richtig, ganz das ist so genau. ein bisschen die Krux, wenn man über was spricht, was noch nicht da ist oder was in die Zukunft geht. Aber also was ich so sagen kann über dieses Projekt oder was mich daran so gereizt hat, ist, dass es zum einen wirklich so eine fast schon wie so ein Parallelleben meiner selbst ist, aber doch so die nötige Komponente an Anderskeit, an Fiktion auch. Man entschmerkt aber, dass dieses Werk wirklich aus dem Leben gegriffen ist, weil es so viel in Anführungszeichen unrein hat, die das Leben hat, so viele Zufälle und Ecken und Kanten und Wege, die sich kaum einer ausdenken kann. Und dann hat es eben auch eine sozialkritische Komponente, die ich extrem schön finde, behandelt eben auch Migration beziehungsweise Postmigration oder auch im Generationenkonflikt und bietet auch einfach eine wahnsinnig große Bandbreite zum Spielen, was mich in dem Sinne dann extrem interessiert. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich extrem interessieren würde, so ein Projekt zu machen, wo ich eben auch dann ja wirklich viel von mir reingeben kann und was aber auch eben diese, ich würde gar nicht unbedingt nur sagen, politische Aussage, sondern vielmehr auch Bereiche der Gesellschaft beleuchtet, die sonst nicht so im Fokus sind. Sehr Ja, cool. und sonst habe ich wahnsinnig Lust auch auf Comedy. Mal schauen, da ist vielleicht jetzt auch was im Anlauf. Und ich habe eigentlich Bock auf sehr, sehr vieles, muss ich sagen. Ich Du bin da bist wirklich sehr offen. ja jung, du hast ja noch die ganze Welt vor dir, da kann ja so viel passieren. Natürlich sieht man auch immer natürlich jetzt, dass die ganze Medienlandschaft ja immer vielfältiger noch wird. Ich meine, das Fernsehen alleine oder das Kino alleine ist es ja gar nicht mehr. Man hat ja hier Social Media, YouTube etc., was da alles so dazu gehört. Da tut sich so vieles, ne? Wo man irgendwo was sich runterziehen kann sozusagen, ne? Wie meinst du? Ja, klar, ich sag, normal hat man Fernsehen gehabt früher, wo man seine Informationen herbekommen hat oder seine Filme und Serien gesehen hat, aber heutzutage ist ja so viel noch anderes möglich mit eben, wie gesagt, YouTube oder sonstige Streaming-Portale, was früher alles Ja, gar nicht möglich war, ne? das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch extrem ein wichtiger Schritt, eben gerade für Minderheiten und marginalisierte Gruppen, die eben teilweise gar nicht Minderheiten sind, aber eben durch diese Marginalisierung irgendwie in den, sag ich mal, öffentlicheren oder ja, Mainstream-Formaten oder Medien vielleicht nicht so präsentiert sind, repräsentiert sind, dass dann eben über andere Kanäle da irgendwie mehr Resonanz gefunden wird. Und ich glaube, dass das auch wirklich einen starken Einfluss ausübt auf diese, ja, ich sag jetzt mal, machtvolleren Positionen, die da irgendwie darüber entscheiden,
wer jetzt irgendwie in Kinofilmen oder Serien und so weiter vorkommt. Und ich glaube, dass darüber auch extrem so eine Bewegung kommt, weil eben Leute merken, so diese Themen wollen gesehen werden oder eben jeder Mensch will repräsentiert werden im Fernsehen eben auch und in den Kinofilmen. Das ist eben doch nochmal was anderes, ob jetzt halt ein YouTuber über ein Thema oder eine Personengruppe referiert oder als Repräsentant einer marginalisierten Gruppe da irgendwie präsent ist und Einfluss hat oder ob das eben ein Kinofilm ist. Das macht schon einen großen Unterschied. Definitiv, definitiv. Und natürlich ist es auch der Konsument, wie gesagt, die Jüngeren, so deine Zielgruppe oder auch vielleicht noch drunter, die sind ja gar nicht mehr so wirklich am Fernsehen interessiert, zumindest nicht mehr am klassischen öffentlich-rechtlichen, sondern die sind natürlich schon eher im Netz unterwegs. Ne? Ich glaube, das ist der Stand, aber ich glaube, das muss gar nicht so sein. Also, ich bin davon überzeugt, dass wenn das Fernsehen das bieten kann, was eben diese jungen Menschen eben auch wollen, dann gäbe es einen Grund dafür, sich einen Fernsehanschluss zu holen. Okay. Wie ist es eigentlich in Venezuela? Hast du da auch noch irgendwie Einblick, was da so abgeht? Oder ist da die Film-Fernsehlandschaft auch entsprechend vergleichbar mit Deutschland oder mit Europa? Also, ich würde mal so sagen, jetzt, also zum einen war ich natürlich immer nur zeitweise in Venezuela, zumindest in meiner Vergangenheit, in der Zukunft voraussichtlich nicht nur. Aber es gab natürlich diese bekannten Telenovelas und da sind wahnsinnig viele SchauspielerInnen hervorgegangen, die inzwischen durch die generelle Situation in Venezuela, aber auch durch die Film- und Fernsehlandschaft dort ausgewandert sind und wirklich also sehr gut in anderen Ländern, vor allem süd- und nordamerikanischen Ländern, Fuß gefasst haben. Jetzt aktuell gibt es Produktionen, aber die sind auf jeden Fall sehr erschwert. Und ich bin da jetzt gerade auch dran, eben da ja, meine Fühler auszustrecken und zu gucken. Aber ich glaube, dass Venezuela jetzt, ja, also zumindest finanziell da jetzt nicht so die, ja, vor allem nicht diesen Unterbau hat, den jetzt zum Beispiel Deutschland hat, ja. Aber du hast ja den Vorteil, du bist ja mehreren Sprachen mächtig, also du kannst überall eingesetzt werden. Was für Sprachen sind es? Deutsch, glaube ich, Spanisch, Italienisch? Was haben wir noch? Englisch? Ja, genau. Also die vier, die sind auch alle fließend, beziehungsweise eben muttersprachlich. Und habe ich ein bisschen Französisch noch, wobei ich auch so bin, also ich lerne wahnsinnig gerne Sprachen. Okay. Das heißt, wenn jetzt was um die Ecke kommt, wo es heißt, wir brauchen dieses oder jenes, dann werde ich das lernen. Und ich habe auch warte mal, seit 3 Jahren, glaube ich, weil ich eben in Graz habe ich mit einem syrischen Mitbewohner ja, das Apartment geteilt. Und da habe ich dann schon angefangen, ein paar Wörter zu lernen. Und dann 3 Jahre drauf kam dann sein Vater auch geflüchtet. Und wir haben dann angefangen, miteinander natürlich kommunizieren zu wollen. Und er konnte nur Arabisch. Also habe ich angefangen, Arabisch zu lernen und ich sag mal so, ich kann mich verständigen. Das ist doch schon mal ganz gut. Also Hut ab, auf alle Fälle, oder wie man sagt, Chapeau. Genau. Danke. Also, nee, finde ich gut, wenn du da mit den Sprachen so gut klarkommst. Also ich muss da ein bisschen passen. Englisch geht, aber alles andere wird schwierig. Klar, Dafür. wenn man in dem Land natürlich leben würde, wo man sich dann auch dann aufhält.
dann wird es vielleicht dann wieder einfacher, wenn es nicht anders geht, wenn der Alltag das so fordert. Ne? Ja, Ja, voll. Ich also. glaube, jetzt kann ich sagen, ich glaube, da hast du vielleicht mit Badisch, oder? Kannst du Badisch? Hast du das? Badisch geht auch ein bisschen, aber ich bin mehr dem Schwäbischen zugeordnet. Dem Schwäbischen. Genau. Kannst du auch Dialekt oder wie? Badisch. Also, ich sag mal eher nein. Also, ich kann vielleicht einzelne Personen kann ich nachmachen, so meinen früheren Chef irgendwie, wo ich mal im Restaurant gearbeitet habe oder so, den kann ich nachstellen, einer, der mir Reiten beigebracht hat oder sowas, aber also ich kann es nicht wirklich. Also wenn ich jetzt wer fragen würde, dann würde ich auf jeden Fall zum Sprachcoach gehen. Okay. Ja, gut, Dialekt ist ja nochmal ganz was anderes. Da ist ja noch vielseitiger da. Ne? Jede kleine Region hat ja da wieder schon seine Eigenarten dann, ne? Ganz klar. Also Schwäbisch. Ja, also zumindest im Schauspiel war das auf jeden Fall immer meine größte Schwäche und immer ein Lacher, wenn ich irgendeinen Dialekt versucht habe nachzumachen oder auch kein Lacher, sondern einfach nur so ein ja. Okay. Ja gut. Aber wie gesagt, jetzt haben wir doch schon einiges über dich erfahren und es macht richtig Spaß, mit dir zu sprechen. Ich denke mal, wir machen da irgendwann mal eine Fortsetzung, ganz einfach. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal von Angesicht zu Angesicht, wenn du dann mal in Freiburg bist. Sehr gerne. Wo ich auch ab und zu hinkomme, ist der Europapark. Ah ja, oder war ich schon lange nicht mehr? Weil, Aber ich mein, glaube, die haben gestoppt, ne? der liegt ja vor der Haustür bei dir, ne? In Freiburg. Ja. Ja. Und ich glaube, die haben jetzt auch irgendwie so einen Wasserpark oder so, habe ich gesehen, als ich da mal vorbeigefahren bin. Ganz Also korrekt. absurd. Ja, genau. Also, da wird immer mehr dazu gebaut. Ja, genau. Ja, also, wir schauen, wie gesagt, ab Oktober die blutigen Anfänger. Ganz klar. Oder dann auch in der Mediathek. Da sind sie, glaube ich, ab 28. September schon verfügbar. Ja. Und da können, glaube ich, schon alle angeschaut werden, wenn es sein muss. Alle direkt, wirklich? Ich meine, also zumindest haben sie es doch ziemlich zeitnah alle drin. Ja, doch. So weiß ich es zumindest Okay. von den letzten Staffeln her noch. Ja. Ich dachte nämlich, dass es da auch wirklich wäre, aber dann war vielleicht mehr als ich. Ja. Jetzt natürlich noch die Frage, wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, wo gibt's denn da was? Also so Social Media, Instagram etc., bist du da auch zugange? Eigentlich schon, gell? Ja, bei Instagram bin ich auch aktiv. Also mein kompletter Name, nur ohne den Schlenker überm N, also Martin Benaluta. Aber meistens kommt schon bei Martin PE wahrscheinlich. Und ja, voll, freue ich mich. Sehr gut. Na, folgen wir uns gegenseitig. Das machen wir doch, würde ich sagen. Machen wir Und das. bleiben somit mal in Kontakt. Und dann kommt als nächstes hier noch bei den blutigen Anfängern, bei uns zumindest, die wir noch vorstellen, die Emily. Das wird die nächste sein. Die Luise, ja. Schön, Genau, freue in ich mich. diesem Fall. Ja. I. Jo, Da kann dann. Dir alles Gute, viel, viel Erfolg weiterhin, dass deine Projekte so funktionieren, wie es du dir wünschst. Und natürlich viele gute Einschaltquoten mit den blutigen Anfängern natürlich. danke, ja, das wünsche ich uns allen. Okay. In diesem Sinne sage ich mal herzlichen Dank den Zuschauern fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Promigeflüster. Danke dir. Ciao, ciao. Danke euch zum Zuschauen.